Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem lang ersehnten Haul. Ich weiß, Leute, es ist eine Ewigkeit her, als ich das letzte Mal einen Haul gedreht habe. Ich muss einfach sagen, ich habe es nicht geschafft die letzten paar Monate, deswegen kommt halt erst jetzt einer. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Haul und ja, let's go. Als allererstes starten wir mit H&M. Natürlich ist diese Tüte jetzt hier nur als Dekoration, aber ich habe mir ziemlich viele Sachen bei H&M gekauft, einfach weil momentan H&M wirklich wunderschöne Sachen hat. Und ihr wisst ja, ich war so lange ein Zara-Fan, aber im Moment hat bei mir Zara wirklich fast gar nichts, was mir gefällt. H&M hat wirklich wunderschöne Sachen, qualitativ hochwertig und nicht zu teuer, und deswegen ist es wirklich momentan so mein Fave, würde ich sagen. Wir starten mit dem ersten Teil, und zwar mit diesem Kleid hier. Ich habe das bereits schon an. Ich muss sagen, ich trage das sehr, sehr oft im Moment, weil es einfach halt sehr leicht ist. Es ist richtig schön angenehm, auch wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, gerade wie heute, weil heute haben wir fast 30 Grad draußen. Ihr wisst, ne, ich liebe lange Kleider, und dieses Kleid ist wirklich sehr, sehr lange. Zum Beispiel so eine Tasche oder sowas und dann hier solche Sandalen. Und das sieht schon sehr, sehr cute und elegant aus. Wirklich ein richtig perfektes Sommeroutfit. Also ich liebe solche Sachen. Muss zwar dazu sagen, vielleicht müsst ihr unten drunter so eine Radlerhose anziehen, damit man halt nicht durchsieht, weil es ist halt doch ein Stoff, der so ein bisschen kritischer sein könnte. Ich trage jetzt darunter eine Radlerhose, einfach weil ich es einfach vermeiden möchte, dass man durchsieht. Aber ja, wie halt euch das am besten gefällt. Das hier ist das nächste Teil und ich meine, muss ich mehr dazu sagen, es ist einfach wunderschön. Sogar ist es das gleiche Kleid vom Schnitt her wie das andere, einfach halt in einer anderen Farbe. Und ich finde halt auch gerade das perfekt für den Strand zum Beispiel, einfach um etwas drüber zu ziehen. Und es ist aber auch, glaube ich, auch wieder so ein bisschen durchsichtig. Also wirklich nur ganz dezent, aber ja, wie gesagt, ne? Das hat natürlich dieselbe Länge wie das andere Kleid. This is the next one. Und auch dieses Kleid hier ist natürlich einer meiner Favoriten. Wirklich so in love. Ich finde es mega schön. Habe wieder genau eigentlich dieselbe Länge. Also ist auch wieder sehr, sehr lange. Kann man wieder super mit solchen Sandalen kombinieren. Mega schön. Man kann ja auch die Ärmel eigentlich hinten machen, wenn einem das wirklich so ein bisschen stören würde. Dann kann man es vielleicht auch so ein bisschen kürzer halten oder so. Und ist wirklich sehr angenehm zum Tragen, eben gerade auch, wenn es heißer ist im Sommer. Und ja, wieder blau. Keine Angst, Leute, es kommen jetzt nicht nur blaue Sachen. Aber diese Kleider haben mir einfach so gut gefallen. Die mussten einfach mitkommen. Das war für mich einfach so ein Must-Have. Und deswegen, ja. Wir machen jetzt direkt weiter mit diesem Outfit hier, was ich hier schon anhabe. Und ich liebe es einfach. Ich finde es so schön. Und by the way, ist es auch ein Trägertop. Ich habe jetzt hierzu diesen Blazer kombiniert und diese Hose. Und das gesamte Outfit ist wirklich von H&M, außer die Schuhe jetzt nicht, ist von Zara vom letzten Jahr. Aber, I mean, wie schön sieht das einfach aus. Und dieser Blazer, der matcht wirklich unnormal gut zum Outfit dazu, finde ich. Weil ohne ist es so ein bisschen langweilig, aber mit richtig das Tüpfchen auf der Sahne. Wie sagt man, das Sahnehäubchen auf dem, wie geht das schon wieder? Die Hose ist wirklich mein absoluter Favorite. Also ich trage sie momentan eigentlich am meisten von meinen Hosen. Weil ich habe noch nie so eine gute Hose gefunden, die so zu meinem Körper passt wie diese hier. Ich liebe sie einfach, weil oben sitzt sie wirklich 1A. Also sie ist wirklich perfekt. Und unten hat sie eben diesen weiten Schnitt, was ich sehr schön finde. Und ich habe schon so lange genau so eine Hose gesucht, die eben unten so ein bisschen weiter ist, oben schön sitzt und eine wunderschöne Farbe hat. Und ich liebe diese Hose, weil sie einfach eben so schön hell ist, eine wunderschöne Farbe hat, gut sitzt und einfach gut hält. Hier oben ist sie zwar teilweise so ein bisschen zu eng. Also wenn man nicht gegessen hat, geht's. Aber wenn man gegessen hat, ist halt schon ein bisschen eng. Aber wer schön sein will, der muss leiden, ne? Das gute alte Sprichwort. Ich muss jetzt gerade diesen Blazer unten im Auto holen gehen, weil ich ihn dort vergessen habe. Und ich sage euch, es war gerade so anstrengend, weil es ist so heiß draußen. Und dieser Blazer ist auch gerade mega heiß, weil im Auto waren ungefähr 50 Grad. Puh, ich muss gerade... Oh mein Gott, ich bin so am Schwitzen. Ich kann das gar nicht vorstellen, wie ich am Schwitzen bin. Man sieht es eben, glaube ich, gar nicht im Video, aber ich bin fletschnass. Ich bin richtig nass. Ich sage euch ehrlich, es ist, ne, also Hauls im Sommer drehen, Katastrophe. Geht gar nicht. Egal, auf jeden Fall machen wir weiter mit dem nächsten Outfit. Und zwar mit diesem cuten Outfit hier. Das ist eigentlich auch fast alles von H&M, ne? Die Hose kennt ihr ja schon von wohin. Das Oberteil ist von Zalando. Von der Marke, keine Ahnung. Ich werde es euch auf jeden Fall verlinken, werdet sehen. Und ich finde dieses Outfit so schön. Auch mit diesem Blazer, der ist richtig toll. Ich habe es schön lange, fällt schön. Es war jetzt gerade ein bisschen, verknittert. Tut mir wirklich leid, Leute. Aber wie gesagt, er war im Auto. Ich habe ihn dort liegen gelassen, gedingselt im Auto. Und ich habe jetzt gerade echt keine Zeit, ihn zu glätten. Deswegen, ja,
kann man natürlich auch noch mit so einer süßen Tasche kombinieren. So eine süßen pinken Tasche. Mega cute. Genau mein Stil. Es wäre natürlich nicht mein Video, wenn ich auch etwas von Zara kommen würde. Muss da wirklich ehrlich gestehen, ich habe im Moment nicht so viel im Zara gefunden, wie ich ja bereits vorhin schon erwähnt habe. Im Moment gefallen mir die Teile einfach nicht so im Zara, aber ich habe trotzdem natürlich ein paar Sachen gefunden. Einfach nicht so viel wie sonst. Ja, wir machen weiter mit diesem Outfit hier. Das ist auch alles von Zara, bis auf die Tasche nicht, aber die ist auch schon etwas älter. Also fragt bitte nicht, woher ich sie habe, weil es gibt sie leider nicht mehr. Na, oder ich finde sie zumindest nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es sie noch, aber ich finde sie nicht. Ich habe sie auf Zalando, glaube ich, only habe ich die gekauft. Genau. Gut, ja, dieses Outfit, die Hose, die kennt ihr, das ist die Hose mit hohem Bund. Meine All-Time-Favorite, ich liebe sie. Eine ganz basic Bluse, auch da weiß ich die Artikelnummer leider nicht. Dann machen wir weiter hier mit diesem wunderschönen Mantel. Ich liebe ihn, ich finde ihn wirklich sehr schön. Er ist in so einer Lederoptik, also natürlich Fake-Leder, hat eine wunderschöne Farbe und ich finde auch die Länge von diesem Mantel einfach perfekt. Also es passt wirklich sehr gut, man kann ihn auch gut über ein Kleid anziehen. Und klar, er ist jetzt ein bisschen dicker, also wir haben Sommer. Er ist halt eher für die Übergangszeit, aber ich finde ihn auch für den Sommer eigentlich ganz okay, weil wenn es ein bisschen kälter ist an einem Sommerabend, finde ich, passt er halt auch ganz gut dazu. Fragt euch nicht, ja, ich habe eine andere Frisur. Ich musste meine Haare zusammenbinden, es ging gar nicht. Ich bin fast gestorben, es war so heiß. Deswegen sehe ich jetzt ein bisschen anders aus. Aber ja, genau. Wir machen weiter mit dem nächsten Teil und zwar mit diesem wunderschönen Kleid hier. Das ist von H&M und das ist wirklich mein Favorit von diesem ganzen Haul. Ich finde auch diese Puffelärmel einfach so süß, so elegant und es hat auch eine wunderbare Länge, genau so wie ich es mag und ja, also I love, love, love it. Und das war es auch schon mit diesem Haul. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mich doch gerne wissen und die Teile sind wie gesagt auch alle unten verlinkt, also schaut auf jeden Fall vorbei und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Hab euch ganz so lieb und bis dann!